Bei Wellenkraftwerken wird bei einem Wellenberg türkis gefärbt, das Wasser von unten in das Rohrsystem gedrückt und fließt beim Wellental blau gefärbt zurück. Die Turbine wird nun über vier Ventile so gesteuert, dass ihre Drehrichtung trotz der sich periodisch ändernden Strömungsrichtung des Wassers gleich bleibt. Ich entferne zunächst die Abdeckfolien der Ventile V1 und V4. Bei Wellenbergen sind die Ventile V1 und V4 geöffnet und bei Wellentälern geschlossen. Ich entferne nun die Abblendfolien der Ventile V2 und V3. Diese Ventile öffnen nur bei Wellentälern, also beim Rückfluss des Wassers. Zur Erläuterung schalte ich die Animation auf Tastensteuerung um. Es wird zunächst ein Wellenberg simuliert. Das einströmende Wasser schließt V3, öffnet V4, schließt V2, strömt von rechts nach links durch das Turbinenrohr. Da der Wasserdruck auf die Ventilklappe V3 unten größer ist als oben, bleibt V3 geschlossen, sodass das Wasser V1 öffnet und nach oben strömt. Das zurückfließende Wasser schließt V1, öffnet V2, schließt V4 und strömt von rechts nach links durch das Turbinenrohr und verlässt durch das geöffnete Ventil V3 das Rohrsystem. In der Elektronik ist diese Schaltung als Grätz-Schaltung bekannt, die zur Doppelweggleichrichtung von Wechselspannungen verwendet wird.